Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben. Und hier sind wir auch schon wieder bei Calvin in the Infamous Machine. Ja, das ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Das war nämlich vor der Gamescom. Und ja, es ist ja natürlich wiederum einiges passiert. Könnt ihr euch auch gerne nochmal das Gamescom-Video von mir anschauen. Ist oben auf den Infobutton einmal verlinkt. Und jetzt gehen wir aber wieder weiter zu Kapitel 1. Da bin ich stehen geblieben. Ich guck mal gerade einmal, wie viele Kapitel es gibt. So, es gibt 5 Kapitel, wie ich gerade gesehen habe. Wollen wir mal gucken, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und wie es aussah, müsste Kapitel 1 auch bald zu Ende sein. Und da sind wir auch schon wieder. So, wir haben die Flöte dabei, Mobhaare haben wir dabei, Münzen. So, was wollte ich machen? Die Mobhaare natürlich erstmal. A mustache would definitely make me look older, but it doesn't make me look any fancier. Achso, ach, ich wollte ja zu der Schlange, stimmt ja. Wir haben ja die Flöte dabei und wir natürlich wirst du Schlangen werden bei Flöten ein bisschen ringelnatterig. Das ist ein guter Begriff. So. Gucken wir, ob das auch funktioniert. Einfach mitgemacht, Alter. Einfach eingepackt mal im Rucksack. So rum, meine Güte. Eine Kobra in den Rucksack gesteckt. Klar, kann natürlich nichts passieren, ne? Wir haben eine Kobra dabei jetzt. Okay, was machen wir mit dieser Kobra? Vielleicht sollten wir der Kobra einfach ein Schnurrbart ankleben. Vielleicht macht das Sinn. Okay. Nein, das wollen wir nicht machen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Die Kobra, gut, eine Kobra haben wir dabei. Da müsste ich doch mal kurz was gucken, ne? Whoa, a Stradivarius. Aber da ich nicht mehr so wirklich weiß, wo ich hängen geblieben bin, werde ich einfach mal ein bisschen ausprobieren jetzt. Hier, ein Kardromschein, sehr gut. Hat ja was geholfen, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wie man ja sehen kann, es funktioniert. I don't recall you checking any garments. Sounds like somebody's got a fuzzy memory. Have a pleasant evening. Ja, sehr gerne Ihnen auch einen schönen Abend und haut sie ran und so. Nee, Quatsch. So, wir haben jetzt einen Hut dabei, den Schnurrbart haben wir dabei, das passt doch, das sitzt. Ja, dann machen wir es anders. So. Und, ey, wo ist er hin? Calvin, konzentrier dich. Ich dachte, das macht Sinn, aber nein, hat's nicht. Wie vornehmen. Sir. Wir müssen beim Tee trinken immer unseren kleinen Finger spreizen. So, wenn wir jetzt nicht knallhart aussehen, um in diesen Club reinzukommen, dann weiß ich auch nicht. Mann, sehen wir knallhart aus. Good evening, smelly door person. I am wealthy sausage mogul Abraham von Frohmann. And I demand admittance into this cosmopolitan beer hall. Good evening, Herr Frohmann. Please come right in. Have I seen you here before, Herr Frohmann?
What? No, nope. I am visiting from Schnitzelburg. My mistake. Enjoy your evening, sir. So, auf in die Bar. Was sind nun schon wieder? Stone, Lees. I have it on semi-decent authority that Beethoven is somewhere in this bar right now. Well, hurry up and get him back on track. The system's detected another temporal disturbance. Lupin's still at it. You can count on Abraham von Frohman. Who is that? It's me. I invented a brilliant pseudonym to complete my disguise. Ugh, whatever works, Calvin. So, da sind wir auch schon in der wunderschönen Bar. Der sieht aus wie Arnold Schwarzenegger, der ist besoffen und der sieht aus wie ein skurriler Kartenmischer. Der Mischer. Ja, der macht keinen Kies. Nein, der mischt Karten. Hoffentlich kennt er auch Mission Impossible. Ah, ist der flach gewesen. So, Party, Party und Party. Diese drei heißen Party. Was haben wir? Da ist Beethoven. Wer ist hier? Ist das Drachenlord? Furchtbar cooler Typ. Naja, das funktioniert aber nicht ganz. I don't know, 4 years ago? You, sir, are a legend. Cheers to that, brother. I better be careful with these. Eine Erdnuss kann man immer dabei haben, auch wenn man sich nur eine mitnimmt. Vielleicht wird da draußen auch irgendwas im Rucksack. Man weiß nicht genau. Beethoven, du alter Schlawiner, was machst du denn hier? Excuse me, sir, are you Ludwig van Beethoven? Ludwig? Sir, are you Beethoven? Who are you? What places do you want? And speak up! Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihre nächste Symphonie zu schreiben. Ob das Sinn macht mit uns? Ja, klar! Here to help you write your next symphony! There will be no next symphony! Warum? Der Typ, den er meint, der könnte uns bekannt vorkommen. What are you working on there? A world-changing musical masterpiece? This is no music. It's a poem to help me soothe my pain. Also theoretischerweise bräuchte ihr jetzt ein Hörgerät erstmal. Klar, wo kriege ich das her jetzt auf die Schnelle? Weiß keiner so genau. Gut, ich auch nicht. So, alles klar. Ich glaube, das bringt es nicht ganz. So, alles klar, der ist taub, sehr gut. Ich kann ja auf den Kopf hauen. Ob das geht? Mal gucken. I don't think that will work. Meinst du? I'm rich. I'm getting hives just looking at it. Okay, also wie es aussieht, ist Kevin dagegen allergisch und deswegen, die heben wir uns einfach mal für später auf, in dem Fall der Fälle, dass wir irgendwie mal irgendwas machen müssen. Boah, hier haben sie das 4x-Bier? Alter, ich habe gedacht, die Flaschen gehen bloß bis 3x. Nein, die haben jetzt sogar das mit 4. Hochprozentig bis ihr und je. So. Dann haben wir hier. What business do you have?
Der Schaffwellen. Das heißt, Mission heißt das. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Could I borrow your cards? Cards? What is the shuffler without his cards? What is a muskox without his musk? What is the barrel salesman without his mini barrels? All right. I got it. Okay, kann ich dir einen Zaubertrick zeigen? Ooh, can I show you a magic trick? The shuffler does not deign to engage in petty trickery, magical or otherwise. He is the practitioner of an art. Ich glaube, hier braucht jemand was zu trinken. Looks like somebody needs a drink refill. The shuffler is awed by your observational prowess. If I bring you a drink, will you let me borrow your cards for a few minutes? The shuffler is not one to make promises, but perhaps. Okay, erst gleich hol ein Bier erstmal. Ja, ist doch gut jetzt. So, ich hol dir erstmal ein Bier. Hier einmal bitte die volle Dosis. 4x bitte, wie es da drauf steht. Beer me, Barkeep. I'm sorry, sir. We only have one beer left. And it's reserved for the winner of the Rock Paper Scissors. Weil das ist eine Bar, die nur noch ein Bier hatte. Haben die nicht meistens fast dazu stehen? Das ist ja unfassbar, ist das. Versteht ihr? Unfassbar. Weil sie kein Fassbier mehr da haben. Ich hätte gerne einen unnötig komplizierten Cocktail. Was stand da? Adralan Salami Cocktail? Was war da nochmal drin? Knoblauch, Hackfleisch und was auch immer. Also Todesmischung. Okay, gut. Cocktail. Mal gucken, was war das nochmal? It's the bartender's signature drink. Spezialität. Gucken, das geht bestimmt auch. Did you have business with the shuffler? What? I just gave you a drink. You said you'd let me borrow your cards. The shuffler recalls no such drink. You. You're a tricky one. Na gut, das habe ich nicht anders erwartet, aber ein bisschen Geld habe ich ja noch. Gucken, wenn ich das so dreimal jetzt mache vielleicht. So. Noch eins. Mann. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. So. Auf ein neues. Also hat sich gerade irgendwie nichts verändert. Hello, friend. Take a seat and try your luck against the reigning champion. You want me to arm wrestle that Jack dude? No chance. Oh, contraire, mon ami. No. Not arm wrestle. Pain shaker. Steinschere Papier hält sich ganz anders an, komischerweise. Das ist gut. Das Bier, das brauchen wir unbedingt. Steinschere Papier ist aber jetzt nicht so wirklich mein. Was nehmen wir denn? Die Mitte, Papier? Ich nehme Papier einfach mal. Das ist ein Glücksspiel. Nein. Ich hab's gesagt. Auf ein neues. Oh, das geht wohl gar nicht. Papier. Okay, Stein.
Warum? Ich hab das nicht. So, einmal noch. Ich fange erstmal mit Schere an einmal. Schere. 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 Okay, okay. Das hat schon in der Schulzeit nicht funktioniert bei mir. Warum sollte es denn noch jetzt funktionieren? Papier, Schere, Schere, jetzt aber, komm. Warum? Aber. Nächstes Mal spielen wir hier Yu-Gi-Oh! Meine Güte. Stein, Schere, Papier, wir spielen sowas. Stein. Schere. Schere. Der will mich doch. Nein. Stein. Stein. Papier. Also. Jetzt aber. Schere. Okay, verkackt. Okay, verstehe ich. So, Papier. Und, okay, Papier geht. Jetzt nochmal Schere. Aber es ist unlogisch. Generell müsste ich die ersten beiden ja schon gewinnen, weil er beim dritten Mal immer die Pistole macht, sozusagen. Aber gut. Also generell sind die alle hier drin in der Bar, glaube ich, ein bisschen komisch. Der Mischer, der ist nicht ganz dicht und Schnickerstor ist auch nicht ganz dicht. Jetzt gehe ich mal nochmal kurz im Trio, Party-Trio. Okay, ja, ist klar. So, ich gebe mir jetzt die Erbnuss, glaube ich. So, bloß mal ganz kurz was gucken einmal. Der Barkeeper. Und da brauche ich ein Rezept schon wieder. Okay, also das Stärkste, was im Haus hat, geht nicht. Kein Bier, der andere schmeckt wohl nicht oder bringt nichts. Und der Härteste, was er da hat, dafür brauche ich ein Rezept, weil man implodieren könnte davon. Sehr gut. So, von hier aus würde ich aber erstmal sagen, das war es erstmal mit Calvin and the Infamous Machine. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, ich sag von Yoshi Sikorski, bis dann. Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button einfach aufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von Gaming of Ben. Bleibt immer schön flauschig, vergesst nicht den Info-Button oben rechts. Und ich sag Tschüssikowski, bis dann, viele Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern und haut rein. Tschüss und immer schön weiterzocken, nicht vergessen. Blitz
presents a hilarious adventure game about a mad scientist, his totally qualified research assistant, and a time machine that, frankly, looks a lot more like a shower, featuring some of history's greatest minds, along with, well, Kelvin. Can one bumbling hero stop the universe from imploding? Kelvin and the Infamous Machine. Available now on Steam.